Umgang mit Bitterkeit anderer. Es gibt Menschen, die haben große Enttäuschungen erlebt. Sie haben großes Leid erlebt. Sie können darüber bitter werden. Wie gehst du damit um? Menschen, die in Bitterkeit geraten sind, brauchen manchmal jemanden, mit dem sie sprechen können. Mit anderen sprechen, sein Herz ausschütten, ist eine der Bewältigungsstrategien des Menschen, wie man in der Psychotherapie manchmal sagt. Indem Menschen über das sprechen, was ihnen geschehen ist, können sie damit besser zurechtkommen. Indem sie das Mitgefühl anderer spüren, öffnet sich ihr Herz wieder. Deshalb, manche Menschen, die bitter geworden sind, brauchen jemanden, dem sie erzählen können. Du kannst überlegen, willst du einfach zuhören? Und klug ist aber nicht gleich zu raten, nicht gleich deine Meinung der Dinge kundzutun, sonst fühlt sich der andere nicht ernst genommen. Zuhören, den anderen sprechen lassen, nachhaken, eigene Ratschläge einfach nicht geben, dir öfters mal symbolisch gesprochen auf die Zunge beißen. Lass den Menschen sprechen. Wenn ein Mensch spricht, und manchmal müssen bittere Menschen über die gleiche Angelegenheit wieder und wieder sprechen, können sie langsam das Erlebte integrieren. Und wenn sie merken, dass sie dabei Mitgefühl eines anderen haben, dann werden sie auch nicht so bitter. Manchmal hilft es auch Menschen, die bitter geworden sind, zu Yoga und Meditation zu raten. Wer Yoga übt oder Meditation übt, der merkt, wie sein Herz wieder öffnet, sich öffnet. Wer über Yoga-Übungen übt, denkt, verschwinden die Verspannungen und auch die Mauer über dem Herz verschwindet. Menschen werden wieder leicht, Menschen werden wieder locker, Menschen spüren wieder Freude und Liebe. Und manchmal ist es sogar gut, eine Woche Yoga-Ferien in einem Yoga-Ashram zu machen, zum Beispiel bei Yoga Vidya. Das hilft einem, die Bitterkeit hinter sich zu lassen. Man öffnet sich, das Mantra-Singen, die Meditation, die Yogastunden, all das hilft, dass das Herz sich öffnet. Und wenn man sich dann öffnet zu anderen Menschen, dann ist man wieder in seiner Mitte, dann ist man wieder verbunden, spürt menschliche Wärme. Und dann kann man die Bitterkeit überwinden. So ist der Rat, Yoga und Meditation zu üben, manchmal das Beste, was du jemandem tun kannst, der in Bitterkeit versunken ist.